Simple, barrierefreies Design Thinking. Und vielleicht kommt das auch vom Titel ein bisschen her, das ist so ein bisschen higher level. Und ich habe gestern festgestellt, dass viele andere Referenten Sachen angeschnitten haben. Und ich glaube, das ist ein ganz schön, mal das zusammenzufassen und ein bisschen zu sehen, wie man denn so über Barrierefreiheit nachdenken kann, damit das ein bisschen einfacher ist. Mein Name ist Erik Eggert. Ich arbeite zusammen mit Nobility und dem W3C daran, dass das Web barrierefreier wird. Da arbeite ich mit Nobility zusammen, ein amerikanisches Non-Profit, und die schenken 50% meiner Zeit dem W3C, wo ich dann im Prinzip als Mitarbeiter mitarbeiten kann. Und dafür bin ich sehr dankbar, und deswegen möchte ich mich auch hier auf der Folie und verbal dafür bedanken, dass ich diese Möglichkeit habe. Barrierefreiheit ist immer ein interessantes Thema. Hier ist ein Schild, das ist in Amsterdam an einem Park. Man sieht darauf einen Hund und da ist so ein Kreis drumherum und das ist so in Boden eingelassen. Und jetzt denkt man sich, was ist das? Ist das jetzt ein Hundepark? Ist das jetzt, sollen da Hunde hin? Was ist da eigentlich los? Ich habe die Farbe rausgenommen, es ist nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Wenn ich Farbe dazugebe, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Eindruck. Das ist nämlich, der Ring um den Hund drumherum ist nämlich rot. Das heißt, hier sind Hunde verboten. Und da sieht man, wie ganz einfach so eine mangelnde Information sofort dazu führt, dass man gar nicht mehr weiß, was so wirklich los ist. Und das ist einfach schlechtes Design. Und ich möchte ein bisschen über Design reden. Was ist das eigentlich? Wir haben alle so Vorstellungen, was das ist, und wir alle machen ein bisschen Design oder so Grafikdesign und so. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da einen Schritt zurücknimmt und sich Gedanken darüber macht, was das eigentlich ist, was wir da machen. Wir beobachten Sachen, wir beobachten, wie Leute mit unserer Website interagieren, wie die, was die machen, wo die hinklicken, ob die alles finden. Dann verstehen wir, was die tun und was die Probleme sind. Und sobald wir das verstanden haben, dann wenden wir das an und machen das und implementieren das. Das heißt, wenn zum Beispiel unser Kunde immer von der Startseite auf den Shop klickt, dann scheint das so zu sein, dass die Leute mehr interessiert sind an dem, was im Shop ist, an den Produkten und nicht an dem, was auf der Startseite steht, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Firmenpräsentation oder so. Die wollen die Produkte sehen. Und dann geht das im Kreis. Dann fängt man wieder an und beobachtet, ob das jetzt gut war, versucht das wieder zu verstehen, wendet das wieder an und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr generelle Erklärung. Und man kann sagen, jeder ist ein Designer. Nicht unbedingt ein Grafikdesigner, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber sobald ich was kreiere, sobald ich was mache, dann designe ich, bin ich in einem Designprozess. Man könnte also auch sagen, Design ist Kreation mit Intention. Ich habe ein Ziel und ich wende dann Design an, gucke mir das an und implementiere das. Zum Beispiel in dem Beispiel mit dem Shop, wenn jemand die ganze, also wenn alle Nutzer generell eher auf den Shop klicken, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, meine Shop-Startseite ist jetzt meine Startseite oder ich präsentiere meine Produkte anders auf der Startseite oder ich positioniere die Website komplett anders. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten und dann ist die Frage, was die Intention dahinter ist, und dann kreiert man das. Design muss aber nicht in einem Produkt enden, sondern man kann das auch planen. Das heißt, wenn ich mein Design mache, dann gucke ich mir das an und dann entwerfe ich einen Plan. Und der kann dann eventuell auf ganz viele Dinge angewendet werden. Da ist Hausbau ist so das Offensichtliche. Ich gucke mir ein Haus an, ich sage, was funktioniert gut für ein Haus, Türen, Fenster. Was funktioniert nicht so gut für ein Haus, Löcher im Dach, solche Sachen. Und daraus mache ich dann meine Schlüsse. Ich sage, ein großes Wohnzimmer ist zum Beispiel super. Und dann designe ich den Plan für das Haus. Und dann gibt es jemanden, der das dann implementiert, der das dann anwendet. Jetzt wäre das schön, wenn Design immer so einfach wäre.
Und wir haben diese drei Stationen: beobachten, verstehen, anwenden. Und in Wirklichkeit ist es aber gar nicht so einfach. Denn ich kann auch, es kann auch sein, dass ich was beobachte, was ich, oder dass ich denke, was zu beobachten, was ich gar nicht beobachten möchte. Oder dass ich was nicht beobachte, was ich aber eigentlich gern beobachten würde. In dem Beispiel mit dem, mit der Startseite und dem Shop ist es so, dass ich nur darauf gucke, wo klickt der Nutzer hin. Ich weiß aber nicht, guckt der die ganze Zeit auf der Startseite hoch und runter, findet er nicht, was er will, oder ist das vielleicht ein wiederkehrender Besucher, der eh weiß, dass er zum Shop will, aber sich die URL nicht als Bookmark speichert. Was ist da eigentlich das Problem? Das heißt, es kann sein, dass ich was beobachte, aber gar nicht das Richtige beobachte, gar nicht das volle Bild habe. Und dann ist die Frage, ziehe ich die richtigen Schlüsse? Vielleicht gehen die meisten Nutzer auf die Shop-Seite, weil sie eben wiederkehrende Nutzer sind. Vielleicht gehen die aber auch auf die Shop-Seite, weil sie das nicht finden, was sie suchen auf der Startseite. Das sind zwei völlig unterschiedliche Use-Cases. Und deswegen ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es durchaus sein kann, dass die Schlüsse, die ich aus der Beobachtung ziehe, dadurch, dass die Beobachtung vielleicht nicht vollständig ist, dass diese Schlüsse auch falsch sein können. Und dann ist die Frage, jetzt habe ich alles beobachtet und ich habe das Gefühl, ich habe ein richtig gutes Verständnis von dem, was ich beobachten will, und ich denke auch, ich habe das richtig verstanden, was ich beobachtet habe. Jetzt wende ich das an, und dann ist die Frage, wie stelle ich sicher, dass dieses Verständnis auch korrekt angewendet wird. Ich habe das schon gesagt, man könnte die Startseite ersetzen durch den Shop, man könnte die Präsentation ändern. Und ist das aber wirklich zielführend in dem, was ich möchte? Und ich habe ein Beispiel dabei, und das ist ein englischer Zug, eine englische Zugtoilette tatsächlich, und zwar der Schließmechanismus. Und wir haben so ähnliche auch in Deutschland in ICEs. Und ich beschreibe jetzt mal das Bild, es ist ein bisschen länger. Und zwar sieht man oben zwei Lichter. Das obere ist aus und es steht dran, Door unlocked when lit, also die Tür ist offen, wenn das Licht leuchtet. Darunter steht Door locked when lit an dem zweiten Licht, das heißt, die Tür ist geschlossen, wenn das Licht an ist. Darunter sind vertikal angeordnet drei Knöpfe. Ein Knopf, der ist ganz oben beschrieben mit Push to lock door when lit, also drück diesen Knopf, um die Tür abzuschließen, wenn der Knopf beleuchtet ist. Also der Knopf selber kann auch nochmal beleuchtet sein. Das ist ein bisschen kompliziert. Der zweite Knopf ist beschrieben mit Push to close door when lit, also drücke, um die Tür zu schließen, wenn das Licht an ist, an dem Knopf. Und dann der dritte ist Push to open door when lit, also das ist, um die Tür aufzumachen, wenn das Licht an ist. Dann kann man das die Tür aufmachen. Das heißt, das ist eine ganz komplizierte Möglichkeit an Kombinationen von Lichtern an, Lichtern aus, jetzt drückt das, jetzt drückt dies. Die Idee ist, dass immer nur ein Licht an ist, unten bei den Knöpfen. Was passiert, wenn das Licht kaputt ist? Was passiert, wenn man blind ist? Wenn man blind ist, dann gibt es ganz schöne Blindenschrift hier unten, direkt unter dem eigentlichen Text, und da steht dann drauf, das Tor, die Tür ist offen, wenn das Licht an ist, was Blinden wahrscheinlich eher wenig hilft. Also die Idee, wir designen was, wir denken, wir haben das verstanden und durchdrungen, und dann kommt sowas dabei raus. Das deckt sicherlich den Use Case generell so ein bisschen ab, aber es ist schwer zu verstehen. Und wir haben so ähnliche Sachen in ICEs, und es ist mir durchaus schon passiert, dass ich an Türen vorbeigekommen sind, die halt noch halb offen waren, weil die Leute nicht verstanden haben, in welcher Kombination sie jetzt Konami-Code-mäßig die Knöpfe drücken müssen. Das ist definitiv überdesignt. Das ist einfach zu viel. Ich meine, früher hatte man einfach so einen kleinen Drehschließer, da konnte jeder fühlen, okay, das ist jetzt zu, und dann gab es einen Türknauf, und den konnte man runterdrücken, und dann ging die Tür nicht auf, dann war halt zu. Kann man natürlich auch so machen. Gibt auch Leute, die Türen nicht benutzen können.
Und für die sind dann natürlich solche Knöpfe toll. Aber es ist halt nochmal ein Design, einen ganzen Schritt weiter weg von einer praktischen Lösung. Ich möchte ein bisschen über Design Thinking reden, weil das ist im Titel vom Vortrag. Ich dachte, es ist gut, wenn ich das auch erwähne, was ich mir darunter so vorstelle. Das heißt, ich habe das aus Wikipedia kopiert, weil die eine sehr gute Zusammenfassung haben. Und zwar ist das, dass man über ein Thema aus Designsicht nachdenkt. Und dabei gibt es halt wichtige Prinzipien, das heißt Nutzerorientiertheit, dass man sich Sachen visualisiert. In dem Fall hätte man sich vor Implementation visualisiert, dass da Braille ist. Wäre vielleicht jemandem aufgefallen, dass man das Braille ganz schlecht lesen kann, wenn man oder dass man das Licht ganz schlecht sehen kann, wenn man auf Braille angewiesen ist. Dann gibt es Simulation, also einfach das Implementieren in einer Basisform und gucken, funktioniert das für mich, funktioniert das für meine Nutzer, ist das ein guter Schritt. Das hängt dann auch zusammen mit iterativem Vorgehen. Das heißt, ich sage, okay, ich implementiere jetzt hier meine Lösung, das ist jetzt erstmal mein Status und dann gehe ich wieder zurück und beobachte, verstehe und wende das an. Und dann gibt es noch das forschende Vorgehen, das heißt, dass man versucht, zum Beispiel als Community gute Lösungen zu finden. Im Web haben wir dafür Libraries und JavaScript-Libraries und solche Sachen, wo Leute versuchen, gute Lösungen zu finden. Ich weiß nicht, ob die immer erfolgreich sind damit, aber auf jeden Fall gibt es Leute, die versuchen, da zu forschen. Und da Wikipedia so ein tolles Repository ist für Infos, haben die auch ganz tolle Grafiken, wie das dann so zusammenhängt. Also Design Thinking ist im Prinzip auf dieser Design-Sache noch ein bisschen aufgepfropft. Und das ist jetzt auf Englisch. Also verstehen, beobachten, dann Synthesis, also zu sagen, okay, ich habe jetzt mehrere Beobachtungen gemacht, wie fasse ich die zusammen, damit das Sinn ergibt. Dann Ideation, auch ein schönes Wort, also die Ideenfindung. Einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Sachen uns zusammen beobachtet und was sind jetzt unsere Ideen? Prototyping, Testing und dann letztlich die Implementierung. Und das geht alles ein bisschen auch durcheinander. Das darf also alles gegenseitig beeinflussen, ganz agil, so wie man das gerne hat. Die Sache ist, in Barrierefreiheit machen wir das nicht. Ein richtig gutes barrierefreies Projekt funktioniert so. Erstmal hat man seinen Zeitrahmen, seinen Projektplan und dann fängt man an. Dann gibt es ein Gespräch mit dem Kunden, man fängt an zu planen, sagt, okay, das ist das, was wir wollen, das ist das, was der Kunde möchte. Dann macht man ein Bild von der Website, also das Grafikdesign, spricht das mit dem Kunden ab, damit man auch weiß, ob dem das überhaupt gefällt, auf was man hinarbeitet. Dann gibt es jemanden, der HTML, CSS und JavaScript implementiert, was natürlich wichtig ist für Barrierefreiheit. Jemanden, der dieses HTML, CSS, JavaScript ins CMS einbaut. Dann kommt irgendwann die Inhalte vom Kunden. Die bekommt man ja nie vorweg. Dann merkt man plötzlich, dass man schon mal mit Iterationen anfangen muss, weil der Inhalt doch nicht so zu den zum CMS oder zu den HTML-Templates passt. Dazu ist Performance noch ganz wichtig, das kommt dann meistens auch noch relativ spät. Dann kommt Sicherheit dazu, Hotfixes, da muss das SSL-Zertifikat eingerichtet werden. Datenschutz ist natürlich ein beliebtes Thema, wenn Sie davon mehr hören wollen, dann im anderen Raum gibt es ganz viel dazu. Und dann kommt eine Qualitätskontrolle hoffentlich irgendwie und irgendwann kommt dann die Barrierefreiheit und dann ist es meistens schon alles ausgeschöpft. Das ist nicht, wie es sein sollte. Das ist leider, wie im Moment Barrierefreiheit oft umgesetzt wird, als letzter Gedanke hinterher. Jetzt müssen wir aber nochmal auf die Website drauf gucken und gucken, dass wir alles barrierefrei gemacht haben. Statt dass man von Anfang an sagt, wir machen das jetzt barrierefrei. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man für sich selber versteht, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsmerkmal ist.
Barrierefreiheit ist eine wichtige Sache für eine Website, genauso wie, dass die schnell ist und dass die gut funktioniert und dass die gut benutzbar ist. Es ist ein Grundwert. Es ist einfach ein Wert, den man einbringt in die Webentwicklung als Standard. Und man denkt überhaupt nicht mehr darüber nach, sondern das ist bei jedem Schritt, bei jeder Sekunde ist das immer im Hinterkopf. Und ich erkläre gleich, wie. Was macht eine gute Website oder eine gute App auf? Die ist barrierefrei, die ist performant, die sieht gut aus, die ist sicher, die respektiert Daten von Nutzern hoffentlich und die ist gut benutzbar. Die Frage für jedes Feature muss also sein, wie implementiere ich das neue Feature sicher, performant, benutzbar, barrierefrei, datenarm und schön. Das sind viele Anforderungen, aber barrierefrei ist halt nur eins von vielen. Und benutzbar und barrierefrei sind oft ziemlich ähnlich. Beim W3C hat man sich darüber tatsächlich viele Gedanken gemacht. Und ich weiß, dass das W3C nicht bekannt ist für Design unbedingt. Das ist auch okay. Aber es gibt tatsächlich Designprinzipien für Barrierefreiheit. Und diese Designprinzipien kann man nutzen, kann jeder benutzen, egal ob derjenige Projektmanager oder Projektmanagerin ist, ob derjenige Entwicklerin ist, egal wie, das sind für alle, für jeden gute Leitlinien, um Barrierefreiheit umzusetzen. Es ist also der Nordstern. Das ist das, wo wir hinwollen. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass das unsere Leitlinien sind, dann segeln wir schon mal in die richtige Richtung. Wir wollen vielleicht nach Indien und kommen in Amerika raus, was aber auch okay ist, aber erstmal in die richtige Richtung segeln. Und wenn dieses komische Amerika da nicht dazwischen gewesen wäre, hätte es ja auch geklappt. Auf Englisch sind das die PUR-Prinzipien, Perceivable, Operable, Understandable and Robust. Und ich werde weiterhin PUR-Prinzipien dazu sagen, weil auf Deutsch heißen die wahrnehmbar, benutzbar, verständlich und robust. Und WBFG ist eine doofe Abkürzung einfach. Also die PUR-Prinzipien. PUR wie ausgießen, nicht wie Armut. Muss man immer dazu sagen. Wahrnehmbar. Ist das Erste und das steht tatsächlich so Wort für Wort in der WCAG 2 drin. Das heißt, obwohl das nur Grundprinzipien sind, lernen Sie schon WCAG 2. Das ist cool. Ja, ich finde das cool. Informationen und Bestandteile der Benutzerschnittstelle, also der Website, der Web-App, müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass sie diese wahrnehmen können. Und das bedeutet, dass man teilweise für Alternativen sorgen muss. Textalternativen für Bilder, für Videos, Untertitel auf Videos, damit Leute, die nichts hören können, auch die Videos wahrnehmen können. Transkriptionen, zum Beispiel bei Podcasts, sind da ganz wichtig. Untertitel bei diesem Video, wo muss ich hinzeigen? Da, bei diesem Video, sind total wichtig für die Barrierefreiheit. Dann gibt es Audiobeschreibungen von Videos, das heißt, wenn was in dem Video nur zu sehen ist, was nicht im Text erklärt wird, dann gibt es eine Möglichkeit, eine Stimme aus dem Off hinzuzuschalten, die erklärt, was gerade passiert in dem Video, damit Menschen, die das Video nicht sehen können, auch verstehen können, was in dem Video eigentlich abläuft. Und mein bestes Lieblingsbeispiel ist auf Netflix. Daredevil hat eine super Audiodeskription. Also einfach bei Netflix das anschalten und den Bildschirm ausmachen und einfach nur zu der Audiodeskription hören. Und man kann sich das richtig gut vorstellen. Immer ganz schön. Zudem muss die Website anpassbar sein. Das heißt, ich muss die meinen eigenen Vorlieben anpassen können. Das heißt, ich muss zum Beispiel mit speziellem CSS die Links größer machen können. Oder ich muss die Zeilenabstände bearbeiten können. Oder ich muss das Fenster klein ziehen oder den Viewport kleiner machen, also Textvergrößerung nutzen in Browsern. Solche Sachen, das ist alles wahrnehmbar. Also die Sache ist, dass die Website und die App so anpassbar ist,
dass man die wahrnehmen kann. Und dann gibt's noch, ist noch ganz wichtig, dass Sachen unterscheidbar sein müssen. Zum Beispiel Text muss von der Hintergrundfarbe unterscheidbar sein. Dafür gibt es dann einfach eine Formel. Das heißt, man macht seinen Hexwert in die Formel, rechnet sich das aus. Ich möchte das jetzt nicht zeigen, wie Gunnar gestern Formeln an die Wand werfen, weil ich benutze die auch selber nicht, sondern es gibt da Tools, die machen das automatisch. Und dann sagt man, das ist meine Vordergrundfarbe, meine Hintergrundfarbe. Was ist Phase? Was ist das sichtbar für mich? Oder ist das sichtbar für Leute, die darauf angewiesen sind? Und das ist ganz, ganz wichtig. Also alles muss wahrnehmbar sein für unterschiedliche Menschen, die in unterschiedlichen Situationen sind. Zweite Prinzip, benutzbar. Da ist der offizielle Text Bestandteile der Benutzerschnittstelle, also der Website oder Applikation. Und Navigation müssen mit unterschiedlichen Eingabemethoden bedienbar sein. Wir alle benutzen jeden Tag unterschiedliche Eingabemethoden. Wenn man mal mit seinem Finger auf sein Handy gedrückt hat, ist das eine unterschiedliche Eingabemethode im Vergleich zu einer Maus an einem Computer. Wir wollen, dass Websites funktionieren, egal ob man die auf dem Handy benutzt oder mit der Maus oder mit der Tastatur. Bei ganz vielen Menschen mit Behinderungen ist das so, dass die Tastatur oder Tastaturinterface benutzen, um mit den Inhalten zu interagieren. Das heißt, in der Praxis, die benutzen die Tabulator-Taste, um von links zu links zu springen und die Enter-Taste, um diese Links zu aktivieren. Das ist der einfachste Fall. Und dasselbe gilt für Buttons und so weiter und so fort. Und das muss einfach möglich sein. Zudem müssen die Benutzer ausreichend Zeit haben, um mit der Website umzugehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ticketbestellsystem habe, dann kann das sein, dass das sagt, 15 Minuten muss reichen, um die Ticketbestellung zu vervollständigen. Das ist aber nicht barrierefrei, weil jemand, der zum Beispiel eine Zoom-Software benutzt, der braucht länger, um sich zu orientieren auf der Seite. Jemand, der eine kognitive Behinderung hat, der braucht vielleicht auch länger, um den Kaufprozess abzuschließen. Und deswegen sagt WCAG in dem Fall, es ist wichtig, dass der Nutzer sagen kann, ich brauche länger dafür. Und das heißt, man hat einen Button und sagt, bitte den Timer neu starten. Und dann hat man schon WCAG 2 gemacht. Man muss es halt nur wissen. Und dann kann man das im Designprozess einbringen. Eine andere Sache sind Anfälle. Also zum Beispiel bei Stroboskoplicht. Es gibt Menschen, die große Probleme mit haben, die zusammenklappen, epileptische Anfälle bekommen können. Und da ist es natürlich so, dass man das vermeiden sollte. Und da gibt es eine ganz komplizierte auch eine ganz komplizierte Möglichkeit, das zu testen. In Wirklichkeit das Einfachste ist, benutzt sowas einfach nicht, wenn es nicht wirklich vermeidbar ist. Weil selbst das, was in WCAG 2 drinsteht, als das ist total verboten, ist auch schon nur das unterste Level an Barrierefreiheit. Das heißt, 90% oder so der Leute werden keinen epileptischen Anfall bekommen, wenn man über dieser Schwelle ist. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der halt doch Probleme damit hat. Deswegen einen Schritt zurück, angucken, brauche ich das wirklich? Ansonsten geht es einem wie Disney, die vor dem unglaublichen 2 vor dem Kinosaal Schilder aufstellen mussten, dass da jetzt Blitzlicht kommt und dass Leute, die damit ein Problem haben, doch bitte nicht den Film angucken sollen. Was natürlich super ist bei einem Kinderfilm, weil viele Kinder vielleicht noch gar keinen epileptischen Anfall hatten, der dann aber durch den Film getriggert werden könnte. Also das ist so, ist eine schwierige Sache, einfach vermeiden. Dann muss eine Website navigierbar sein. Das heißt, ich muss zum einen durch die Website navigieren können. Das Wichtige ist aber auch, dass die Website-Navigation insgesamt nachvollziehbar ist und sinnvoll ist. Und in WCAG 2.1 ist Eingabemodalitäten drin als explizite Sache nochmal über Tastaturbedienbarkeit hinaus.
Und das ist neu und das ist jetzt ist natürlich für keinen verpflichtend, gesetzlich oder so. Aber es ist was, was man gut im Hinterkopf behalten muss, weil es halt für alle gut ist, also wenn man schon mal ein Handy benutzt hat. Dann haben wir verständlich, das heißt, die Informationen und die Bedienung der Benutzerwebsite müssen verständlich sein. Gut, das ist jetzt ein bisschen generell vielleicht als Designprinzip, aber letztlich heißt das, es muss alles lesbar sein. Da gibt es spezielle Regeln dafür. Es muss vorhersehbar sein, was passiert. Also wenn ich zum Beispiel auf einen Link klicke, dann erwarte ich als Nutzer, dass ich auf eine andere Seite komme. Dann möchte ich nicht, dass sich die Website auf den Kopf stellt und dreht und in 3D-Animation passiert und irgendwie, keine Ahnung, ein Hase von links nach rechts durchs Bild läuft. Das ist nicht das, was ich erwarte. Und das Dritte sind Eingabehilfen. Das heißt, wenn ich ein Formular habe, dann möchte ich genaue Informationen darüber, was kann ich in das Formular eintragen, was sind Fehler, welche Felder sind falsch, wenn ich das abschicke oder sogar wenn ich da raustabbe, dass ich direkt eine Info bekomme, was da los ist. Und das Vierte ist robust. Inhalte müssen robust genug sein, damit sie zuverlässig von einer großen Auswahl an Benutzeragenten, das sind Browser, einschließlich assistierender Techniken, interpretiert werden können. Das heißt, alles, was auf Internetdaten zugreift, soll die Website, das HTML, das CSS interpretieren können, in einem gewissen Rahmen. Spoiler: Internet Explorer 6, wenn es da drin kaputt ist, ist das kein Barrierefreiheitsmerkmal. Oder auch Internet Explorer 9. Wenn es für alle kaputt ist, dann ist es für alle kaputt. Dann ist das keine Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung. Und da muss man halt sagen, okay, was ist meine Grundlinie für Robustheit? Aber es reicht auf jeden Fall nicht zu sagen, wenn es im aktuellen Chrome funktioniert, dann reicht mir das. Das funktioniert nicht, weil nicht alle assistierenden Technologien zum Beispiel mit Chrome zusammenarbeiten. Also es geht da hauptsächlich um so Dinge wie Kompatibilität und darum, dass man versucht, gute Lösungen zu finden, die überall gut funktionieren. Ich habe ein Video dabei, das ist vom Adaptive Xbox Controller. Ich starte das von vorne, weil das ist sinnvoll. Ich habe gelernt, die Leute mögen das, wenn Videos von vorne beginnen. At Xbox, we have a controller design that our fans love. However, for gamers with limited mobility or gamers who don't use both their hands, this controller design might not work best for them. I'll push you out of the way, I'm sorry. Doorknobs are the worst thing ever invented. Putting on shoes, the cell phones that I use, these are the sorts of things that we don't think about until we have to. And I think about them every day. Yeah! I have cerebral palsy on my entire right side. This side of the controller is fine. This side doesn't happen. As game platforms have gotten more sophisticated, the controllers have gotten more sophisticated, and it started to get really frustrating. Oh, no! Oh. We designed the Xbox Adaptive Controller through feedback from the accessibility community. The Xbox Adaptive Controller is really easy. You just plug it in, and then you can plug in various other devices. I can make it work for me the way it has to. With the Xbox Adaptive Controller, a gamer can game with one hand and one foot, or one hand and their shoulder, or even one foot and their chin. And I can change it from game to game. Good, ready? Forward. Also dieser Xbox Controller, das ist wirklich fantastisch. Also man kann da verschiedene externe Zusatzmodule anschließen, die eben erlauben, dass man größere Buttons hat, also wenn man mobil eingeschränkt ist. Und natürlich, das ist ganz klar eine Sonderlösung. Im Web wollen wir nie Sonderlösungen haben. Aber es zeigt auch, dass manchmal diese One-Size-Fits-All-Sache nicht für alle funktioniert. Das Gute ist, das ist eine Hardware-Sache.
Und es ist ziemlich schwierig, Hardware umzubauen, damit die für verschiedene Anforderungen, damit die für verschiedene Anforderungen funktionieren. Es ist super einfach, Websites umzubauen, damit die für verschiedene Anforderungen funktionieren. Und dann gibt es assistierende Technologien wie Screenreader und Lupen, Bildschirmlupen und diese ganzen Sachen, Spracheingabe, die helfen, mit Software umzugehen. Deswegen ist Software super einfach. Wir müssen keinen Xbox-Controller bauen und was Spezielles haben für Menschen mit Behinderung. Die können alle auf die gleiche Website zugreifen. Und wenn wir nur ein bisschen mehr darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, dann hilft uns das. Und wenn ich auf die nächste Folie gehe, das ist die Verpackung. Und zwar ist auch die Verpackung barrierefrei gestaltet. Das heißt, es gibt nur einen Aufkleber über die ganze Breite und da ist ein großer Haken dran, den man aufziehen kann. Und dann klappt im Prinzip diese ganze Sache auf. Und dann an der eigentlichen Verpackung ist dann auch so ein kleines Flügelchen und dann zieht man das hoch und der Controller liegt dann direkt oben auf. Und hier unten gibt es nochmal so ein Stoffband. Oh, jetzt bin ich rausgelaufen, das durfte ich nicht. Und dann gibt es nochmal so ein Stoffband. und wenn man da dran zieht, dann kommt der Controller einem im Prinzip entgegen. Das ist jetzt hier in diesem animierten GIF nicht dabei. Das Stoffband macht es auf und dann ist vorne ein Henkel, den man ziehen kann. Und das bedeutet, dass man diesen Controller auspacken kann mit seinen Zähnen, wenn man keine Hände zum Beispiel hat, kann man den mit den Zähnen auspacken oder mit den Füßen oder wie man das möchte. Natürlich muss man sich erstmal durch das Amazon-Paket durchbeißen, das ist klar. Aber wenn man das geschafft hat, dann geht es ganz einfach. Und für mich ist das immer wichtig, dass man sagt, okay, wenn wir zurück zur Software gehen, wir wollen das simpel halten, wir wollen das einfach halten, weil die einfachen Sachen sind oft barrierefreier. Wir haben das bei der Zugtür gesehen, das ist sehr kompliziert, sicherlich auch super barrierefrei, wenn man den sehen kann, aber es ist halt eine sehr komplizierte Sache für was eigentlich ziemlich einfach ist. Ich habe immer dabei, dass das nicht diese Kisten sind, das ist Musik, damit habe ich nichts zu tun. Und um diese Simplizität ein bisschen zu zeigen, habe ich ein bisschen HTML-Code mitgebracht, Entschuldigung, weil ich kann keinen Vortrag machen, wo kein HTML-Code drin ist. Die Beispiele, die ich jetzt zeige, die können für Barrieren auf Webseiten sorgen. Und zu Risiken und Nebenwirkungen bitte den Barrierefreiheitsexperten befragen. In dem Fall bin ich das und ich erkläre Ihnen das jetzt. Aber wenn Leute nachher das Video angucken oder die Folien sehen, dann kann das durchaus für Verwirrung sorgen. Deswegen bitte nicht alles, was hier steht, nehmen und direkt anwenden, weil man denkt, der Erik, der zeigt nur gute Sachen. Hier gibt es eine Überschrift und diese Überschrift soll auch als Knopf funktionieren. Und jetzt gibt es im W3C diese tolle Spezifikation, die sich ARIA nennt. Und da kann man sagen, okay, mein Element hat eine Rolle, in dem Fall die Rolle Button. Und jetzt wird das zumindest in einem Screenreader schon mal als Button angesagt, wenn man denn dahin navigieren kann. Kann man nicht, weil das ist eine Überschrift erster Ordnung. Aber wir stellen uns mal vor, man könnte, dann würde das jetzt sagen Button. Es würde aber nicht mehr sagen Überschrift. Denn diese Überschrift ist jetzt ein Button und keine Überschrift mehr. Das bedeutet auch, wenn jemand mit einem Screenreader da drauf kommt und sagt, ich möchte gern alle Überschriften angezeigt bekommen, dann taucht diese Überschrift nicht mehr auf, weil das ist ja jetzt ein Button und keine Überschrift mehr. Und ich kann das jetzt gern nochmal wiederholen, das ist keine Überschrift, auch wenn da Überschrift dran steht. In Wirklichkeit möchte man eine Überschrift haben und da drin möchte man dann den Button haben, den man anklicken kann. Schon hat man sowohl in der Überschriftenliste eine schöne Überschrift und man kann dahin navigieren mit seinem Keyboard, man kann dann den Button aktivieren.
Das funktioniert alles out of the box. Und natürlich muss ich hingehen und muss das mit CSS schön machen, damit das funktioniert. Aber ich muss nicht zum Beispiel erklären, ich möchte, dass meine Überschrift aussieht wie ein Button und ich möchte, dass man damit der Tastatur hin navigiert. Und ich brauche ein JavaScript, um zu sagen, das ist das, was der Button macht, sondern ich kann bei dem Button halt einfach einen On-Click-Event-Händler draufwerfen und dann bin ich gut. Das kommt alles gratis mit dem Browser. Das heißt, wenn der Code simpel ist, hat man viele Sachen automatisch eingebaut. Ich habe noch ein Beispiel, das gar nicht so abwegig ist. Auch hier Aria benutzt. Und zwar ist das eine Tabellenüberschrift. Und da ist ein Tab-Index gleich 0 drauf. Das heißt, da kann man mit der Tastatur hin navigieren. Es ist außerdem eine Rolle-Button. Das heißt, diese Überschrift ist ein Knopf, diese Tabellenüberschrift ist ein Knopf und eigentlich keine Tabellenüberschrift mehr, das ist ein Problem. Dann ist hier ein Aria-Label, Sort Column, also Spalte sortieren. Und dann ist in dem Table-Header Name als Wert drin. Das heißt, das ist die Namensspalte und die kann man sortieren. Das ist das, was der Entwickler sich gedacht hat. In Wirklichkeit ist es so, dass das jetzt keine Überschrift mehr ist für die Spalte. Das heißt, es taucht überhaupt nicht mehr auf, wenn der Nutzer sagt, was ist eigentlich die Überschrift von der Spalte, in der ich drin bin. Sondern es ist ein Button. Und das Einzige, was in diesem Button steht, ist das Sort Column, weil das Aria Label nämlich den Inhalt von dieser Tabellenzelle überschreibt. Und das ist schlecht, weil das sagt uns gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tabelle habe mit 6 Spalten und jede hat so eine Anordnung, dann habe ich einfach nur 6 Buttons und die sagen alle sortiere, 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 sortiere. Das bringt mir also gar nichts. Man kann das besser machen. Zum Beispiel kann man einfach in die Tabellenzelle einen Button reinmachen mit, wenn man unbedingt möchte, einem Aria-Label und ein paar Emojis und kann sagen, okay, das ist jetzt meine Sortiererei und dann habe ich einen Button in der Überschrift. Und das funktioniert ganz gut. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, wenn man jetzt, wenn jetzt ein Screenreader die Tabelle navigiert und sagt, was ist eigentlich meine Tabellenüberschrift, dann sagt er, die Tabellenüberschrift ist Name, Sortiere, Spalte. Ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen zu verschmerzen. Im Gegenteil zu dem völlig unbarrierefreien anderen zumindest. Und die Sache ist, man sieht das tatsächlich in the wild, dass Leute Aria benutzen möchten und denken, sie machen es jetzt extra barrierefrei und dann hauen sie Sachen drauf und das funktioniert dann eher so mittelgut oder macht gar nichts. Hier haben wir Paul J. Adams Beispiel. Das ist ein Button mit dem Type-Button, der Roll-Button, ein Aria required false und ein Tab-Index gleich 0. Das Tab-Index gleich 0 ist da, damit man da hin navigieren kann. Das kann man aber bei Buttons sowieso, das heißt, das können wir einfach wegnehmen. Die Roll-Button hat sowieso jeder Button, deswegen heißt das Element so. Also das kann man auch wegmachen. Und Buttons können überhaupt nicht required sein. Man kann nicht sagen, man muss diesen Button drücken. Das gibt es einfach nicht. Also kann man das auch weglassen, vor allem wenn es false ist, weil, ja. Also hat man einen Button, Type Button, und das braucht man eigentlich auch nur wegen HTML-Geschichte, da möchte ich auch nicht drauf eingehen. Und dann ist man fertig. Und so einfach kann es sein. Ein beliebtes Beispiel, das ich schon oft gesehen habe, weil das auch in Frameworks drin war, ist Body Aria Hidden True. Aus dem Gedanken, dass man halt einen modalen Dialog hat. Man möchte, Aria Hidden True versteckt alles vor Screenreadern und man möchte nur das, was in diesem modalen Dialog ist, quasi anzeigen für Screenreader-assistierende Technologien. Deswegen macht man Body Aria Hidden True und darunter ein Div mit der ID Modal Dialog und Aria Hidden False.
Ja, die Sache ist, sobald der Body nicht mehr da ist, kann nichts davon wiederhergestellt werden, nichts, was da drin ist. Das geht einfach nicht. Man kann das nicht rückgängig machen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt alles weg, außer das, was da ganz drin liegt. Das geht einfach nicht. Das heißt, in dem Fall, sobald der Dialog aufgeht, ist die komplette Website weg. Jemand, der einen Screenreader benutzt, durchtappt, kann sogar noch zu allen Links, das heißt, es funktioniert noch nicht mal richtig, kann zu allen Links navigieren, bekommt aber nichts mehr angesagt. Das heißt, da ist dann ein Link, aber dadurch, dass der versteckt ist vor Screenreadern, vor assistierenden Technologien, wird einfach nichts vorgelesen. Und das ist wirklich, also wenn man das mal testet und macht, das ist richtig scary. Man drückt auf den Button und plötzlich drückt man auf Tab und es tut sich nichts mehr im Browser. Das ist nichts, was man machen möchte. Dann, was ich oft sehe, ist ARIA Live Regionen auf Karussells. Und das hatten wir gestern schon in dem einen Vortrag. Eine ARIA Live Region ist, um zu sagen, das ist jetzt wichtige Information, der Browser soll das bitte sofort vorlesen. Oder zum nächsten, wenn er Zeit hat. Wenn man das auf dem Karussell macht und das Karussell automatisch läuft, dann wird bei jeder Änderung des Karussells wird vorgelesen, was in dem Karussell ist. Wenn man ein Bildschirmvorleseprogramm benutzt, wenn man einen Screenreader benutzt, dann ist das leicht irritierend. Stimmt's, Marco? Ja. Und zum Letzten, weil das doch vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen ist, hier habe ich ein Label für ein Textfeld und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also das Label hat ein Vorattribut mit ID, groß geschrieben, großes I, großes D. Und mein Texteingabefeld hat eine ID, aber klein geschrieben. Und tatsächlich sind Attribute, da ist Groß- und Kleinschreibung tatsächlich wichtig. Das heißt, dieses Label ist gar nicht diesem Eingabefeld zugewiesen. Und das habe ich, und das hatte ich in einem praktischen Accessibility-Test vor ein paar Wochen, 8. Mai, okay, sind schon ein paar Wochen länger her, war ein sehr kurzes Jahr für mich, hatte ich das tatsächlich auf einer Website. Die wollten das Richtige machen und so sollte man es auch machen, aber man muss halt gucken, dass die ID und das Vorattribut einfach die gleichen Werte haben und zwar auch mit Groß- und Kleinschreibung. Und deswegen einfach simpel denken, immer diese Prinzipien im Hinterkopf behalten und darauf hinarbeiten. Und dann klappt es auch mit der Barrierefreiheit. Vielen Dank. Ich bin auf Mastodon unter yatil@micro.yatil.net und auch auf Twitter unter yatil. Und danke für Ihr frühes Erscheinen.